McLux EM-Tagebuch wird Ihnen präsentiert von Karstadt Sports in Landshut. Unser Partner während der Euro 2012. Seid gegrüßt zu einer neuen Ausgabe von McLux EM-Tagebuch. Ja, Deutschland gegen Holland, das ist Hass pur. Zumindest wenn es um Fußball geht. Und deswegen habe ich mich jetzt hier mal ins Areal des Gegners begeben. Und zwar auf den Campingplatz. Ja, komm mit! Schleswig-Holstein. Kann man auch fluten. Ist egal. So, darf ich mich vorstellen? McLux, EM-Reporter. Sie sind? Bernd Blonk. Bernd Blonk. Typisch holländischer Name, würde ich sagen. Leider nein. Leider geil? Nein, Schleswig-Holstein. Aus Dithmarschen. Ach so. Könnten Sie vielleicht für unsere Kamera so tun, als ob Sie aus Holland wären? Das wäre wirklich super, wenn Sie da mitspielen würden. So, ich klopfe einfach mal. Vielleicht ist ja da ein Holländer drin. Hallo? Ach! Was für ein Zufall! Ein Holländer! Grüß Gott! Orange schmeckt nur die Müllabfuhr! Orange schmeckt nur die Müllabfuhr! Ich bin Bernd, guten Morgen! Ich habe hier echt einen holländischen Käse für euch. Also ist ja super! Lecker! Dieser Käse aus Holland. Echt toll, wie gastfreundlich die Holländer sind. Ich gebe mir meine beste Mühe. Sie sind der? Frank Müller. Frank Müller aus Sachsen. Oh! Sie sind doch Holländer, Sie kiffen, oder? Nee, ich kiffe nicht. Ich bin Monteur. Ich habe heute frei, ich muss morgen wieder arbeiten. Asphalt, Straßenasphalt hier in Bayern. Ja. Oh, da hat er ihn. Also unentschieden. Das war jetzt so mittelmäßig unser Orakel. Also ich meine, zweimal irgendwie leicht auf den Wohnwagen bolzen. Da, so leicht ist es noch nicht. Aber wir haben ja ein EM-Orakel. Kasimir hat unser Spiel Deutschland gegen Holland auch getippt, beziehungsweise vorhergesagt, denn er weiß ja, wie es ausgeht. Also, Kasimir, sag's uns. Ich wünsche noch einen ein schönes Frühstück. Ja. Jetzt geht's ans Frühstück, oder? Ja, dann muss ich dann noch, passt schon. Ne? Ja, ich hätte auch ein kleines Hühnerchen. Also, was haben wir denn hier Schönes? Was willst du denn haben? Ja, weiß ich nicht, was haben wir denn? Ich bin ganz da. Hausgemachte Mettwurst. Das nehme ich doch. Du bist dir aber sicher, dass die Mettwurst hier kein Schappi ist, oder? Nein. No. Das ist klar. Weil das hat so ein bisschen diese Gelee-artige Konsistenz. Nee. Den sagt mir, der Löwe ist blau. Mir ist alles frisch. Bernd, du bist herzlich eingeladen, natürlich. Wenn ich schon mal zwei so Fußballexperten da habe, wie geht es denn allgemein aus mit der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft? Du als Gegner, was denkst du über den Gegner, Van der Bernd? Ah, das kann ich dir genau sagen. Ich denke schon, dass natürlich wir am Mittwoch gewinnen werden. Aber nichtsdestotrotz, meine deutschen Freunde, denke ich mal, Viertelfinale ist drin. Der Anspruch ist natürlich höher. Peter, was sagst du? Frank. Ja. Ja, wie gesagt, das Holland-Spiel entscheidet. Gewinnen sie gegen Holland, wären sie Gruppenerster, spielen sie wahrscheinlich gegen Russland oder gegen Polen, dann sieht es gut aus. Aber das Holland-Spiel ist das Zünglein an der Waage. Der Knackpunkt. Ja, und das war's mit dem Campingplatz-Experten-Talk hier auf RFL. Und damit gebe ich zurück zu den Sendeanstalten.